Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben in der letzten Folge Erde geholt, Bäume gepflanzt und angefangen, da oben unser Bauwerk zu bauen. Kommt man da eigentlich? Ach, da kommt man nicht durch. Da kommt man sogar aufs Dach. Ich glaube, ich spinne. Jetzt weiß ich auch, wo die Bewohner immer... Naja, egal. Hallo. So. Dann machen wir mal schnell... Oh, jetzt hat er zu viel Hunger. Stimmt, das hab ich vergessen. In der letzten Folge habe ich schon gesagt, nehmen wir zum Frühstück mit. Habe ich das nicht ernsthaft gehört? Es hörte sich an, als hätte da jemand ein Bäuerchen nach dem Essen gemacht. Gut. Gehen wir mal davon aus, das war nicht so. So, wo geht's denn hier jetzt? Hallo? Ist ja alles zu? Alter, ich... Kriegen wir uns nicht auf. Wie gesagt, zum Aufstieg hätte ich gern was anderes geplant. Da hangeln wir uns erstmal so hoch. Es wird zwei Möglichkeiten geben, reinzugehen. Entweder man hüpft hoch oder man lässt es bleiben. Warte mal, falsch. So, so. So. So, wollte ich nicht zwischendurch? Naja, egal. So, hier würde ich nämlich gerne noch ein bisschen Erde anbringen. Und vielleicht auch ein bisschen stufig, ich weiß noch nicht. Genau so meinte ich mit stufig. So. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, was ich hier gerade mache. Ich pflanze jetzt auch einfach die Bäume mit ein. In 10 Jahren werden wir das dann mal ausgraben, dann sind es Fossilien. Ist doch was. Vielleicht irgendein archäologisches Team, das hier irgendwie rumgrabt. Oh, das Let's Play von Rosti, das wurde hier gedreht. Wir haben Beweise für die Existenz von Rosti. Nein, Spaß. Und dann finden sie halt versteinerte, fossile Pflanzen. Vielleicht gibt es die Pflanzen bis dahin ja hier gar nicht mehr. Man weiß es ja nicht. Was für eine Scheißidee. So, ich verbrate das jetzt auch mal schön brav. So. So. Ja, komm. Hier noch einer hin. Zack, ist ja wurscht. Hauptsache, wir haben ja vorne ein bisschen mehr. Das war so mein Ziel. Dann hatte ich, genau, ich habe auch Treppen mitgebracht. Da mache ich mal schnell. Zack, zack, zack. Mache ich auch breiter als das Bauwerk an sich. Hier mache ich die schon weg. Hier mache ich auch nochmal einen weg. Dafür habe ich jetzt 3 Stück. Das ist gut. Da mache ich dann einfach mal... Und hier vielleicht ein bisschen höher. So. So. Ne? Soll ein bisschen zugewachsen aussehen. Das Teil von außen besonders. Halt, da muss ich... So, und der Boden. Warte mal, da kommt ja auch ein Koppelboden rein. Fällt mir gerade ein. Nicht, dass ich mich da mit den Höhen vermesse. So, innen ist halt nichts gewachsen. Ist ja okay. Vielleicht haben wir irgendwann mal ganz viel bemuster Moosstein, dann kann man da ja auch, kann man ja noch ändern. Dann jetzt erstmal hier und der war zu viel. So. Aha. Aha. Ich sollte Fenster mit einplanen, ne? Da bin ich am Überlegen. Da werden wir eine Seite ohne Fenster machen müssen. Hallo! Wir haben ja dann oben Aussicht, so ist es nicht. Oder ich mach mal... Ja, ich mach mal hier, mache ich dann noch. Und hier mache ich dann noch. Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal, ich überlege eh noch, wie ich den Aufstieg gestalten soll. Ja, nee, weiß auch nicht. So. Die erste Etage 3 hoch. Kann man machen. Oh. Ich habe aber noch mehr. So, Koppel ist unser wichtigstes Baumaterial in diesem Let's Play, muss man ja mal sagen. So, eigentlich wollte ich ja mit was ganz anderem arbeiten. Aber das lasse ich jetzt mal so. Und dann überlege ich, hoppla. Warte mal, erstmal habe ich mir noch 3 Saplings mitgebracht, die ich einfach gerne einpflanzen würde, damit das Ding so ein bisschen zugewachsener wird. So, vielleicht entsteht da was Höheres draus, ich weiß es nicht. Zack. Oder wahrscheinlich gar nicht. Ich schau mal. So, jetzt haben wir das. So, natürlich muss es stilecht so einen Tempeleingang hier geben. Und hier bringe ich mal Fackeln an, damit uns hier schon mal nichts entgegen spawnt. Jetzt, warte mal, jetzt habe ich das mitgebracht. Ich will damit nur die erste Etage machen. Aber dafür müsste ich einen hoch. Und eigentlich müsste ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie ich hochkomme. Ich hätte eine Werkbank mitbringen sollen, aber das macht jetzt gar nichts. Ich mach mal zack. Und mach dann mal schnell eine Werkbank. Ne, mach ich nicht. Mach ich doch. So. Oh. Yeah, wir sind voll erfolgreich. So, dann mache ich mal schnell testweise den hier. Wartet. Ich mache das anders. Ich mache hier zu. Du kommst wieder weg. Wir haben ja noch nichts drin. Mache ich am besten mit der Axt natürlich. Du kommst auch mal weg. Dann kommen die beiden. Die bleiben dann hier oben. Die können wir hier oben lassen. Ist ja egal. Eine vergessene Truhe, eine vergessene Werkbank. Ist ja wurscht, kann man machen. So. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was den Aufstieg betrifft. Aber ich würde sagen, wenn ich hier plane, ist es nämlich zu eng. Überlege. So. Da müssen wir einen früher hoch, dann müsste es hinhauen. Klappt auch mit dem Fenster. Ich mache nur die erste Etage aus Cobblestone, das habe ich auch gleich. Oh. So, hier kommt dann sinngemäß wieder ein Block hin. Sieht ja merkwürdig aus. Aber das hier unten werden wir vielleicht noch fragen. Ja, mal gucken. Dann mache ich die Fackeln halt hier. Ist doch wurscht. Oh, mit dem Bogen klatsche ich die Fackeln an der Wand. Mal gucken, ob sie stecken bleiben. So. Aha, aha, aha. Habe ich jetzt einen Denkfehler? Nein, habe ich nicht. Oder doch? Ach nee, das hier ist eh... Warte mal, das ist Quatsch. Hier ist richtig. Geht natürlich nicht wegen dem Aufstieg. Aber ich hätte gern so eine kleine Treppe, die sich ewig nach oben zieht. Hier müsste ich noch einen hinsetzen können. Hier kann ich dann noch setzen. Komme ich jetzt da noch? Nein, natürlich nicht. So. Und dann... Ich juck's gerade an der Nase. Das ist ganz schön blöd, ne? Und hier machen wir jetzt Folgendes. Oh. Ich schmeiße unseren letzten Kobbel einfach weg. Wenn ich das da jetzt dran setze, wie kommt das dann raus? Da müssen wir ganz kurz ein Behilfsstück benutzen. Und ja, da unten liegen jetzt Materialien. Die hole ich mir mal schnell. Zack. So. So. Da unten sehe ich eine Kuh. Das ist ja schön. So. So, 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 so. Nein, das ganze Konstrukt wird nicht so, sondern das mache ich nur die erste Reihe. Damit es ein bisschen fundamentmäßiger aussieht. So, ach hier ist... Ach so. Ich habe einen ganz groben Denkfehler drin. Ja, egal. Ich lasse das jetzt mal so. Das ist... Die erste Etage ist halt ein bisschen dünner, ne? So, den Rest würde ich nämlich dann gerne mit Holz weiterbauen. Und zwar muss ich dann denken... Ja, das passt. So. Ich weiß, es wird Nacht, aber das ist uns jetzt mal egal. So. Jetzt weiß ich, warum das nicht aufgeht. Wartet. Das ist blöd von mir gedacht. Mich kribbelt's in der Nase. Ich kann nichts dagegen tun. Also ich kann schon was dagegen tun. Wäre jetzt nur blöd, weil ich ja eine Aufnahme mit Kamera mache, ne? Mein Fehler ist, dass es stockt. Nein, dass die Monster dann wahrscheinlich gespawnt sind. Die uns hoffentlich jetzt hier mal nichts kaputt machen. So. So. Huch! Ach ja, hier ist ja noch der Gigabaum. So, Achtung, Knochenbruch. Mein Denkfehler ist nämlich, dass tatsächlich die Etage noch ein hoch muss. Ich kann dagegen nichts tun. Ach, das reiße ich dann von unten ab. Wir haben ja noch Zeugs dabei. Und da stelle ich mir dann jetzt schon die Frage, wenn ich jetzt... Ich hätte tatsächlich in alle Richtungen noch einen weitergehen müssen. Habe ich aber nicht. Wie blöd. So, die Frage ist nämlich jetzt... Dafür kann ich hier einen früher anfangen, das ist gut. Die Frage, die ich mir nämlich jetzt stelle, ist, wie habe ich mir das gedacht? Dann in der zweiten Etage, aber das ist... So. Hallo? So, dafür kommt man hier jetzt schön sauber hoch. Jetzt bin ich überlegen. Ach, ich glaube, ich mache einfach die Treppe dann so, dass sie drüber geht. Ich glaube, das kann man machen. Werden wir ja feststellen. Ist nur die Frage, baue ich die Treppe jetzt aus Holz oder aus Stein? Ich baue die aus Holz. Ein paar habe ich ja noch. Denn jetzt? So, durch die Tür kommt hoffentlich keiner. So, wir brauchen natürlich später noch mehr. Ich weiß, aber jetzt erstmal muss das reichen. So. Und ja, Fenster. Wird ein bisschen blöd. Wir können höchstens... Nee, warte mal. Hier können wir noch keinen Dings machen, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Juhu! Unser Dorf auch ein bisschen beobachten. Hier würde ich nämlich gerne die letzten Steinstufen verprassen. Nun komm. Ich bin gerade still, weil ich keinen Bock habe, runterzufallen. So, jetzt wäre das nämlich so. Und da bin ich nämlich gespannt, ob das jetzt funktioniert oder wie das aussieht. Habe ich nämlich gedacht. Na, das geht so nicht. Oder? Ja, doch, wir lassen das einfach mal so. Komm. So. So, aber die erste hätte ich gerne Rundungen drin. Steh auf Rundungen. So, dann kann das Fenster auch bleiben. Passt. So, und das Ding sieht noch templiger aus beim Eingang. Schön. Das sieht schon mal ganz gut aus und ich habe dann doch Platz für Fenster. Fleckelchen passt da leider nicht drauf. Ja, gut, okay. Jetzt halt die Frage, die Treppe müsste wo anfangen? Hier. Hier, mal gucken, ob das aufgeht. So habe ich es gemacht, oder? Mit dem Stein zumindest. Ach, hier sind wir... Hier bin ich jetzt pünktlich oben. Naja, egal. Passt mir eigentlich ganz gut so. Ich kann hier... Dominix! Ach halt, ich muss ja dran denken, dass man da hochgeht. Würd's gerne hier rauf, hä? So. So, hier kommt man jetzt noch durch, ne? Ne, kommt man nicht. Kann es sein, dass die Treppe jetzt immer einen nach hinten wandert? Das soll so nicht sein. Kommt man jetzt unten noch die Treppe rein? Das sollte ich auch mal checken. Auch wenn da jetzt der Creeper ist, aber das läuft. Nö, man kommt durch, wunderbar. Wir sind in der nächsten Etage. Der Creeper ist irgendwo da unten ganz scharf auf uns. Oh oh. Hallo? Komm nicht auf blöde Ideen. Creeper? Ach, da unten. Oh oh. Er hat den Eingang gefunden, oder? Hey, hallo. Oh oh. Geh weg. Oh oh. Hallo? Hallo? Der kommt da nicht die Treppe hoch, oder? Also ich meine, so intelligent sind Creeper doch nicht, oder? Da ist ein Creeper im Haus. Scheiße. Was mach ich jetzt? Hallo? Da bist du, mein Freund. Ich hab's gesehen. Wir haben eh nur noch 3 Pfeile, ne? Ne, wisst ihr was? Ich muss eh die Aufnahme beenden. Uah. 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 Ich versuche das Gleichgewicht zu halten. So, den bin ich los. Und bis zur nächsten Aufnahme hat der sich auch ins Spawning-Nirvana verabschiedet. So wie ich mich jetzt ins Spawning-Nirvana verabschiede. Das nächste Mal wieder ohne Facecam, denke ich. Aber wir haben mal wieder ein bisschen was Abwechslung reingebracht, ne? Und da müssen wir echt alle Schilder neu machen, wo wir doch sowieso so Leder... Ne, Leder haben wir jetzt... Hier ist was los! Ah, nein! Huch! Wo bin ich denn hier gelandet? Ha! Bin ich über den Zaun gesprungen. So war das natürlich nicht geplant. So, ich gehe mal schnell noch die Blöcke einsammeln. Ja, super, ganz toll. Ach Gottchen, ihr seid ja alle hier. Ja, ist halt ganz toll. Halt, Maul, komm, lass mich in Ruhe. Ich will euch hier nicht haben. Da steht der nächste Creeper. Der uns zum Glück noch nicht gesehen hat. Da steht doch wieder... Jetzt sehe ich schon Wesen, die gar nicht da sind. So, dann würde ich sagen, jetzt wo es Tag wird und ich zu Hause bin, würde ich sagen, ihr habt keinen Drappel gekriegt, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und Aufnahme Minecraft wieder. Bis bald.